Der nächste Befehl ist git tag. Und Sie kennen vielleicht Versionsnummern von Software. Früher gab es zum Beispiel mal Office 2003, dann gab es Office 2007. Heute ist einfach Office 365. Intern wird aber Microsoft schon noch Versionsnummern verwenden. Sie kennen vielleicht auch das Spiel FIFA. Das gibt jedes Jahr einen neuen Release. Das ist einfach die Jahreszahl ein Release. Bei vieler anderer Software verwendet man jedoch Versionstags. Und dort hat sich ein Versionierungsschema durchgesetzt, das man als Semantic Versioning bezeichnet. Ich habe hier die Webseite verlinkt, ist alles schön erklärt. Das Ganze ist auch versioniert. Ganz kurz, was das bedeutet. Vorne haben Sie die Major-Version, dann hier die Minor-Version und hinten die Hotfix- oder Patch-Version. Die erste Versionsnummer erhöht man in der Regel, wenn man einen neuen Release macht, der inkompatibel ist zum älteren Release. Die mittlere Versionsnummer erhöht man, wenn man Verbesserungen hinzufügt, neue Features, eher vielleicht kleinere Features, aber so, dass die neue Version noch zur alten kompatibel ist. Und die dritte Version erhöht man in der Regel, wenn man kleine Fehler korrigiert oder kleinere kosmetische Verbesserungen vornimmt. Also so macht man Versionsnummern in der Regel in Softwareprojekten. Hier zurück. Und wenn wir mit Git arbeiten, wollen wir eben solche Versionsnummern festhalten können. Wir wollen einen bestimmten Commit zu einer Versionsnummer hinzufügen. Das macht mit dem Befehl git tag und dann gibt man eine Versionsnummer an. Und hier ist eine Konvention, dass man nicht einfach die Zahl hinschreibt, sondern eine V vorne dran, um zu sagen, dass hier dieser Tag eine Versionsnummer bezeichnet. Man kann auch zu einem Tag eine Message hinzufügen mit dem Parameter -m. Aber Achtung, da muss man auch ein -a mitgeben, wenn Sie irgendwie sagen wollen, was diese Version genau zu bedeuten hat. Sie können nicht nur die aktuelle Version taggen, Sie können auch eine frühere Version, einen früheren Commit taggen. Zum Beispiel Version 0.0 kann sagen, dieser Commit, den ich vor Tagen gemacht habe, ist übrigens Version 0.0.0. weil es die erste Version war, die irgendwie dich kompilieren konnte oder was auch immer. Also inhaltlich, warum sie Tags setzt, ist eine andere Frage. Schau dir den Mechanismus an, wie man es macht. Wenn Sie auf den Befehl git tag eingeben, ohne einen Parameter, und werden einfach alle Tags aufgelistet. Nicht notwendigerweise in einer bestimmten Sortierreihenfolge, müssen Sie darauf Acht geben. Müssen Sie vielleicht noch einmal selber sortieren. Sie können auch mit git show können Sie Informationen zu einem bestimmten Tag ausgeben. Dann sehen Sie, wer es getaggt hat, wann es passiert ist, Commit-Message könnte man sicher auch ausgeben. Und dann sehen Sie auch die Message, falls es eine gab. Wenn Sie einen Tag gemacht haben, ist er zuerst einmal lokal. Wenn Sie diesen Tag den anderen mitteilen wollen, was Sie sinnvollerweise bei einem Software-Release machen, müssen Sie den Tag noch pushen. Und hier verwendet man den Push-Befehl, bezeichnet das Remote, also zum Beispiel Origin in der Regel. Und dann sagt man auch, welchen Tag man pushen will. Man kann auch sagen, ich möchte einfach alle Tags pushen, die ich lokal habe, mit git push origin tags. Achtung, seien Sie vorsichtig, wenn Sie eigene lokale Tags verwenden, die nicht für alle Teammitglieder vorgesehen sind, wie zum Beispiel the last version that wasn't screwed up by my incompetent coworkers, also valider Tagname. Den wollen Sie vielleicht nicht den Kollegen mitteilen, den brauchen Sie vielleicht intern, um zu arbeiten. Mit git push --tags erhalten alle Ihre Tags. Also Vorsicht damit, am besten immer spezifische Tags pushen. Jetzt haben wir ein paar Aufgaben dazu. Ich gehe da wieder in die Konsole. Ich brauche jetzt nur noch eine hier. Die vor den zwei offen. Und vergrößere, mache es ein bisschen kleiner hier. Also pushen Sie den Zwischenstand Ihres Repositories auf den Server. Das habe ich vorhin gemacht. Ich mache es nochmal. Ändert nichts an der Sache. Erstellen Sie einen Tag namens afterX11, also nach Exercise 11. Git tag afterX11. Das scheint geklappt zu haben. Pushen Sie diesen Tag auf den Server. Git push. --tag afterX11. Nein, ich muss noch hier
Origin angeben. So, jetzt hat es geklappt. Diesen Fehler mache ich oft, jetzt haben sie es gleich live gesehen. Also kein Problem, wenn sie den Fehler auch machen. Hat offenbar funktioniert, der ist jetzt auf dem Server. Schauen wir weiter. Viertens, verwenden Sie Git log, um den Hash eines früheren Commits zu erhalten. Git log. Übrigens sehen Sie, dass jetzt hier aufgelistet, dass die neueste Version getaggt worden ist. Jetzt wollen wir aber den Tag einer früheren Version erhalten und vielleicht nicht einen ganz langen. Jetzt können wir zum Beispiel wieder das da verwenden. Den kurzen Hash. So. Jetzt haben wir diesen Tag eines früheren Commits. Erstellen Sie nun fünftens einen Tag für diesen früheren Commit und pushen Sie diesen. Wie wollen wir den nennen? Git Tag. Müssen wir mal nachschauen, weiß auch nicht auswendig, mache das nicht so oft. Git Tag für einen früheren Commit. Genau, zuerst kommt Tag. Der Tagname und dann der Commit-Hash. Also Tag v0.0.0. Und ich habe jetzt keinen schlauen Namen dafür. Schreibe jetzt einfach Earlier Version. Ich habe den Tagnummer habe ich schon vergeben. Ich wollte ja noch den Commit-Hash hier hinschreiben. So, jetzt. Ich mache noch einmal dieses Git log und sehe jetzt, dieser ältere Stand hat den Tag bekommen, der ist aber noch nicht publiziert. Jetzt muss ich weitermachen und pushe diesen ebenfalls auf den Server. Okay. Git push. Ich schaue nochmal nach, was ich das letzte Mal gemacht habe. Tag origin after x11. v0.0.0. Gut, und ich könnte jetzt git push, also alle Tags pushen. Sollte nichts ändern, weil ich eh schon alle Tags veröffentlicht habe. Wenn ich einen dritten machen würde, würde er jetzt auch gepusht werden. Also das wären diese Aufgaben gewesen von git tag. Gleich zurück mit dem Rest. Bis dann.